Das ist Johannes Schlüter. Der Rockveteran ist seit 40 Jahren Frontmann von IG Metal. In den 70er und 80er Jahren feierten die Protestbaden große Erfolge mit ihrem Mega-Hit Streik für mehr Kohle. Streik für mehr Kohle und freitags immer frei. Herr Schlüter, viele werfen Ihnen als IG Metal vor, dass Sie sich seit den 70er Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt haben, dass Sie immer das gleiche Programm abspulen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir hauen jedes Jahr die neuen Dinger raus. Ne? Und haben jetzt gerade eine Unplugged-Version am Start und mit neuem Text und Hit It Horst. Streik für mehr Euros. Yeah. Aber früher gab's den Euro ja noch gar nicht. Ja, genau. Seit den 90er Jahren ist die Zahl der IG Metal-Fans stetig zurückgegangen und die Konzerte wirken wie ritualisierte Pflichtveranstaltungen. Streik für mehr Kohle und freitags immer frei. Ja, nicht nur Händchen halten hier und schunkeln, sondern richtig Party machen wie der Rüdiger da. Do it, Rüdiger, that's rock'n'roll. Früher war das anders. In den 70er Jahren füllten Schlüter und seine Band noch ganze Stadien. Wegbegleiter erinnern sich. Oh Mann, IG Metal. Ich wünschte, ich hätte sowas Geiles über den Flächentarifvertrag geschrieben. Auf Tour haben die Jungs eine Tarifrunde nach der anderen bestellt. Bis tief in die Nacht. Da lag ich schon längst im Bett. Okay, nochmal. Warum fällt es IG Metal heute so schwer, junge Fans anzusprechen? Liegt es am beschränkten Repertoire der Band? Das ist doch nicht so. Oder an Schlüters eigenwilliger Plastiktüten- und Trillerpfeifen-Performance. Ich habe das Gefühl, die IG Metal ist stehen geblieben. Während die Welt sich weiterentwickelt, Massenarbeitslosigkeit, Mauerfall, Globalisierung, da muss man doch reagieren, flexibler werden, internationaler werden. Ja, nur sah selbst aus. Wir haben es mal probiert mit international, aber das kam irgendwie überhaupt nicht an. Irgendwie. Strike for more money. And Friday always free. Und jetzt alle! Der bisherige Tiefpunkt, ein Doppelkonzert mit Gunter Gabriel auf einer Kaffeefahrt. Hey! Hey, hey, Boss! Ich brauch mehr Geld! Sag mal, ist das nicht unser Text? Ja, ja. So ein Arschloch. Ein letzter Versuch soll die Band wieder in die Charts bringen. Streik für 6,5% mehr Lohn als Techno-Stück. Hyper, hyper! Streik für 6,5% mehr Lohn! Immer frei.